Eine Einmannshow mit einem Journalisten. Wie unterhaltsam das sein kann, davon durften sich die zahlreichen Besucher der Lesung mit Helmut Henneberg überzeugen. Die berühmte Weste, leger über die Stuhllehne gelegt, erwartete ihren Träger. Dem geneigten Fernsehzuschauer durch solche Veranstaltungen ganz nah zu sein, bereitet Helmut Henneberg besondere Freude. Mir macht das ganz großen Spaß und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nach Herzberg eine Einladung gekriegt habe. Ich bin mit diesem Buch, das heißt ja so, wie mein Schlussspruch immer ist, schöne grüne Grüße, unterwegs, eigentlich recht häufig in Bibliotheken und habe festgestellt, dass den Leuten das gefällt, die Art und Weise, wie ich erzähle. Ich erzähle nämlich darüber, wie Fernsehgartenarbeit gemacht wird. Seine schönen grünen Grüße sind absolut kein ganz typisches Gartenbuch. Das, was dieses Buch nun besonders macht, ist in der Tat, dass es einerseits ganz praktische Gartentipps enthält, sehr schöne Fotos meiner Kollegin Britta Wulff, die viele Gärten, in denen wir zu Gast gewesen sind, fotografiert hat, wundervolle Aufnahmen. Und besonders ist, dass ich beschreibe, wie eine Gartensendung entsteht. Ich beschreibe auch, wie mein eigener Garten aussieht oder wie er mal ausgesehen hat. Inzwischen bin ich einmal umgezogen und gehe manchmal auch bestimmten Dingen nach, die man im Internet findet, die aber gar nicht stimmen. Manche Sprüche über den Garten, die ganz andere Quellen haben. Also Literatur würde ich es nicht nennen. Es ist ein journalistisches Buch, es ist ein Buch über den Fernseharbeitsalltag. Garten und Blühendes bedingen einander. Eine Lieblingsblume hat Helmut Henneberg dennoch nicht. Eigentlich nicht. Also ich freue mich an allem, was ich selbst in den Garten gesetzt habe. Das ist ja nun bei diesem Frühling, wir haben ja so eine große Sehnsucht nach Frühling in diesem Jahr und leben ja mit der Erfahrung, dass irgendwann auch der längste Winter mal vorbeigeht. Aber ich habe eine Zaubernuss natürlich, Hamamelis, und freue mich, seit Januar blüht die eine rote Sorte. Ich sehe jetzt schon, dass das Mandelbäumchen am Holz ein bisschen rot-rosa wird. Das heißt, die Verheißung auf eine Blüte. Ich gehe zum Kirschbaum und hoffe, dass da nach Möglichkeit noch nicht so schnell so viel passiert, dass wegen der Witterung, also dass sich das alles noch ein bisschen rauszögert. Die Kirschzweige habe ich natürlich schon geschnitten, die sind kurz vor der Blüte jetzt im warmen Wohnzimmer. Ich bin ganz froh, dass noch ein bisschen Schnee gekommen ist, denn die Tulpen gucken ja schon raus, so 4, 5, 6 Zentimeter. Und die Sorge, dass wieder was passieren könnte, was im letzten Jahr passiert ist, nach dem ganz milden Januar, der Kahlfrost, der so viel kaputt gemacht hat, auch viele alte Rosen kaputt gemacht hat. Also so hoffe ich, dass der Schnee was Gutes hat und die jungen Frühjahrsblüher doch noch ein bisschen beschützt. Ich habe keine wirkliche Lieblingsblume. Ich freue mich über alles, das, was anwächst bei mir und was dann zur Blüte kommt oder irgendwie gedeiht. Unmittelbar nach der Wende, ein bisschen vernachlässigt, gewinnt nun der Garten wieder an Bedeutung. Geht der Weg wieder hin zum Garten, auch zu Gärten in Kleingartenanlagen. Das ist also gar nicht, manche fanden das ja piefig oder irgendetwas oder kleinkariert, überhaupt nicht. Und es ist der Trend, dass es junge Leute sind, die eben eine Wohnung in der Stadt haben, die auch mit dem Geld rechnen müssen und die versuchen, ihren Kindern auch ein bisschen Grün zu bieten, die anfangen, sich damit zu befassen. Das ist total spannend. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. In erfrischender, lockerer Weise, mit äußerst charmantem Witz gepaart, entführte der Fernsehgärtner sein Publikum hinter die Kulissen der Gartenzeit beim RBB. Mit Waldemar, dem Märchentier, eines seiner Bücher, gab der sympathische Moderator sozusagen schon am Beginn die Zugabe zum Programm. Jetzt kommt die Strophe, die ich für meine Kinder geschrieben habe. Es hat aber nicht geholfen. Um 8 Uhr, wenn die Nacht anbricht, verlischt bei Waldemar das Licht. Er geht wie alle braven und klugen Leute schlafen. Flugs die Weste übergestreift und der amüsierliche Abend konnte starten. Kurze Einspiele aus verschiedenen Sendungen, assoziierte Fernsehgartenzeit. Zäune, eine Entscheidung mit Konsequenzen. Helmut Henneberg erzählte von den Anfängen und bemerkenswerten Zuschauerreaktionen. Nanu, Sie haben ja heute Ihre Weste gar nicht an, werde ich im Sendegebiet gelegentlich angesprochen, wenn mich ein freundlicher Zuschauer auf der Straße identifiziert. Und damit ist dann das Standard-Outfit des Moderators angesprochen, das Kostüm, in das ich schlüpfe, um den Fernsehgärtner zu geben. Mir war von Sendungsanfang an daran gelegen, auch äußerlich eine Marke zu schaffen, die sich unterscheidet von anderen Sendungen, die ich moderiere, ein Outfit, das es mir ermöglicht, ohne mich verstellen zu müssen, ein klein bisschen anders sein zu dürfen. Durch Filmsequenzen auf der Leinwand bekam das Publikum einen winzigen Eindruck davon, wie oft
Szenen wiederholt werden und selbst beim 10. Mal noch alles so klingen muss, als wäre es die erste Einstellung. Auf Wiedersehen und schöne Grüße. Wir sehen uns wieder in nächster Gartenzeit. Dann melde ich mich für Sie aus einem Privat. Ein Genuss, der markanten Stimme zuzuhören. Und Helmut Henneberg, so sympathisch wie auf dem Bildschirm, einmal live zu erleben. Als mich ein mir über mehrere Stationen gegenübersitzender Herr musterte. Ich las in seinem Gesicht, dass er überlegt, woher er mich kennt. Ich schaute ihn aufmunternd an und dachte erleichtert an den Stapel nie benutzter Autogrammkarten in meiner Tasche. Als sich der Mann dann am Alexanderplatz ans Aussteigen machte, nickte er mir triumphierend zu und rief: Sommer 76, Betriebsferienlager Schwarze Pumpe, stimmt's? Mit bunten Grüßen bedankte sich Marion Hase für diesen absolut unterhaltsamen Abend. So exzellent promotet, verkauften sich die schönen grünen Grüße hervorragend. Mit einer Widmung des Autors bekam das Buch natürlich noch einen zusätzlichen, sehr persönlichen Wert. Der Weg hatte sich gelohnt. Eine großartige Veranstaltung der Stadtbibliothek Herzberg. So, alles Gute für Sie. Ja? Vielen Dank.